Jo, so und herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt ein kurzes Päuschen gemacht, von daher sind wir noch im Pausemodus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange das hier noch geht. Ich muss dieses rote Licht jagen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Geht es dann auch wieder runter? Nein, okay. Super, dann gehe ich mal hier lang und gucke, ob ich da noch irgendwas aktivieren kann. Warum ist es jetzt nach oben gegangen? Ah, hier liegt noch jemand. Mal gucken, ob ich hier noch ein Dingsbums finde. Noch ein Stäbchen. Ja, muss ich ja sowieso. Die machen mir ja den Weg frei. Es bewegt sich nicht mehr. Okay. Warte mal, erst das nach unten, dann das hier hin. Das kann nicht sein. Das ist komisch. Was haben wir denn hier? Es muss irgendwie in einer Reihenfolge sein. Das ist mir schon klar. So, das nehme ich mal wieder mit. Mal gucken, was der macht. Die Frage ist, wie hoch macht er das? Wenn der das ganz nach unten macht, dann brauche ich das nicht. Sondern guck mal, was der dann macht. Ob der das nach oben treibt oder nach unten. Gut, da passiert gar nichts. Das ist gut, das ist immer super. Ja? Hi. Hi. Muss mal gucken. Hast du vielleicht noch einen Bleistift? Weil der, den du mir gegeben hattest, hatte so ein komisches Ding da drin, dass der die ganze Zeit abgebrochen ist. Ja, das, die Bleistifte sind auch noch alt. Ja, das, aber der sieht schon besser aus, weil das kann man hier drin sehen. Ja, wo ist einer der Holzadern, die waren halt so krumm, der ist hier so durchgegangen. Und genau, aber der sieht besser aus. Wenn nicht. So, ich will mal gucken, ob der das jetzt macht. Nee.
Ist aber komisch, normalerweise. Ich will mal gucken, was für hier habe ich einen. Da habe ich einen, da habe ich einen. Und habe ich hier unten auch noch einen? Nein, hier habe ich nur so einen Liegebeutel. Warte mal. Von hier kam ich. Oh, ich habe schon wieder dieses... Gut, ich muss da sowieso lang. Und ich bin wieder sauber, wunderbar. War das jetzt so ein Versteckter oder war das so einer, der mir hilft? Das war, glaube ich, auch der letzte. Okay, das hat mir jetzt nicht wirklich was gebracht. Lass mich mal überlegen. Ob die immer gleich runtersetzen oder nur begrenzt. Okay, hier ist ein Totenschädel. Hier ist keiner, schade. Gibt es hier noch irgendwas vielleicht, was ich übersehen habe? Das wäre natürlich noch eine Idee, zu überprüfen, ob ich irgendwo was übersehen habe. Aber sieht halt auch nicht danach aus. Okay. Das ist ganz nach unten. Vielleicht kann ich das Ding nochmal nach unten setzen. Nein. Na gut. Den da oder den da? Kann die jetzt auch nicht wirklich entziffern. Wenn ich wenigstens ein bisschen mehr Licht hätte, dann wäre das alles super, aber ich habe ja nur dieses eine. Gibt es hier irgendwas? Nein. Schade, ich dachte, da hätte ich irgendwie was freigeräumt oder so. Der haut es jetzt wieder ganz nach unten. Ganz nach unten. Oder? Es war doch perfekt. So, okay. Vielleicht erst hier hoch. Warte mal. Das war jetzt nur bedingt hoch. Und das hier ist ganz nach oben, ne? Mhm. Ja, ist ja gut. So, was passiert allerdings, wenn ich das wieder wegnehme und dann hier hin? Ich habe nämlich zwei Totenköpfe. Nein, dann nicht. Okay. Der hat keinen Totenkopf, der hat einen, der andere hat zwei.
Mal gucken, ob ich vielleicht eins und dann die zwei. Und den dritten. Ja, das geht jetzt ganz nach unten, oder? Also komplett. Ja. Okay. Ich will jetzt mal gucken, ob ich die zwei aktivieren muss. Ansonsten ist es wirklich Try and Error. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen überfragt. Der hat nämlich keinen Totenkopf. Vielleicht 0 ist, 0, 1 und dann 2, nein! Ah, das muss ich ja immer wieder, das nervt ein bisschen, dass ich das immer wieder mitnehmen muss. Ich mag dieses Try and Error nicht. So, 0. Nee, ich muss ja das Licht mitnehmen. Das Ding ist jetzt wieder ganz nach unten. Das ist doch doof. Und das haut sie jetzt wieder ganz nach oben. Fast. Okay. Dann bin ich überfragt, dann ist es Try and Error. Oder ich mache so. 2, 1 und dann 0. Aber ich sehe jetzt auch nirgends, dass das jetzt irgendwie... Ich habe halt... Das Problem ist halt, die haben halt drei verschiedene Höhenlagen, festgesetzte. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich die irgendwie so ein bisschen miteinander ausspiele. Das bedeutet, ich hau den jetzt irgendwie ganz nach unten, dann hau ich den anderen irgendwie rüber und dann, was weiß ich, hier so nach dem Motto, okay, Schalter 3 macht 3 Stufen nach unten, Schalter 2 macht 2 Stufen nach oben, den Schalter 1 macht 1 Stufe nach unten und so ein Kram, dass man da irgendwie ein Muster drin erkennt, aber ich erkenne es aktuell nicht. Vielleicht bin ich auch einfach gerade nur zu blöd dafür. Okay, der resettet das Ding vielleicht. Der hat das ganz nach oben und der hat das ganz nach unten. Und der hat das ein bisschen nach unten. Nee, der haut das ein bisschen nach oben. Okay. Das bedeutet ja dann eigentlich... Oder habe ich hier irgendwo was vergessen? Nee. Ich sehe jetzt... Ah, der hat sich wieder dreckig gemacht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es jetzt nicht, wo ich da hätte was machen können. Ich sehe es einfach nicht. Wo bin ich hier jetzt? 3? Warte mal. Warte mal. Moment. Ist das wirklich das, was ich denke? Es gibt noch einen dritten Schalter. Okay. Also, und der ist erschöpft. So, das ist Schalter Nummer 0. Schalter Nummer 1. Ich glaube, der Schalter 3 haut das ein bisschen klein wenig nach unten. Das bedeutet, wir müssen es erst nach unten hauen. Dann mit dem Schalter 2 nach oben, glaube ich. Ich nenne sie einfach mal Schalter. Mit dem dritten, den ich jetzt gerade entdeckt habe. Ah, okay. So, hier unten. Nicht. Sondern hier hinten. Nee, falsch rum. Das war woanders. Ich muss jetzt den dritten irgendwie wieder betätigen. Die Frage ist, wo ist der? Ich war doch eben da. Und den jetzt. Der müsste das doch dann jetzt eigentlich... Jawohl. So, bleibt das denn jetzt auch? Nett, dass das jetzt wieder... So, mache ich mich nochmal sauber, obwohl ich sauber bin. Ist egal. Ein bisschen Wasser macht dem Fuchs gar nichts. Das tut ihm gut, unserem Kappa. Super. Nach oben, okay. Na gut. So, hab ich dich. Du Lümmel. Was haben wir hier? So, das ist jetzt die Frage. Nehmen wir das wieder mit. Okay, das Licht müssen wir hier lassen. Dann gibt es, da gibt es kein Zurück. Na, super. Und wir haben kein Licht. Das war aber klar. Ich habe so das Gefühl, dass er uns in eine Falle lockt. Und dass es unserem Kappa zunehmend schlechter geht.
Och nein, nicht das Ende, was ich mir denke. Ich kann nicht mehr rennen. Springen kann ich noch. Nein, nein! Ist das das Ende? Och nee, nicht so ein Arschlochende. Nicht so ein Arschlochende. Ist das unsere Bestimmung? Nein, Kappa! Nicht Kappa! Der wird immer langsamer, das gefällt mir nicht. Och nee, nicht so... Das ist so ein gemeines Ende. Das ist so ein gemeines Ende. Warum so langsam? Ich kann noch... Springen kann ich noch. Aber warum wird er so langsam? Und wir können nicht mehr zurück. Nein! Ich will nicht! Ich will nämlich zusehen, wie er irgendwie stirbt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist nur so ein Zwischending und dann wie beim ersten Mal. Ja, dann springen sie mir schneller. Das kannst du... Ach nein, 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 nein. Müssen wir dahin? Ah, jetzt sind wir den Geist. Nein! 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 Kappa! Oh, ihr Säue!